Bruder, ich finde eine Sache hart traurig hier in Deutschland. Es ist Heim-EM, ne? Wissen wir alle, seht ihr nicht dumm. Dass wir ein Heimturnier, sei es WM oder EM, in Deutschland erleben, passiert, glaube ich, in den nächsten 30 Jahren nicht mehr. Vielleicht 2050. Da bin ich, keine Ahnung, bin Rentner, bin schon in Pension oder im Altersheim. Das ist so ein einmaliges Erlebnis, was es einfach nicht gibt. Was vertraut mir, Chat. Aktuell sehen das so alle für normal, aber in 10 Jahren werden wir sagen, Bruder, weißt du noch EM in Deutschland, Bruder? Ach du Scheiße. Versteht ihr das? Es ist normal, die Atmosphäre ist krass. Wir haben Sommer. Okay, wir haben jetzt nicht richtig Sommer, weil in Deutschland Wetter, Bruder, ihr wisst selber, wie Wetter in Deutschland ist. Bruder, Wetter in Deutschland ist echt nicht stehen, ne? Ich finde die Stimmung 10 von 10. Wir haben Tourismus. Da laufen Spanier lang, da sind Engländer, da sind Schotten, da sind Georgier, Portugiesen, Franzosen, der andere hält Schild hoch, Baguette aber besser denn Schnitzel. Wir haben so krasse Vibes, Digga. Und das ist ein einmaliges Ding. Das ist etwas, damit ihr das versteht, warum ich das überhaupt ansprechen möchte. Für einen Monat in Deutschland, das wird es die nächsten 40 Jahre nicht mehr in Deutschland geben. Und wir erleben das hautnah mit. Guck diesen Tweet hier an. Ich habe ihn nur geliked, damit ich nicht verliere. Ich entlike es natürlich auch wieder. Guck mal, es gibt tausende solcher Tweets. Noch schlimmer, weniger schlimm, harmloser, weniger harmlos. Es ist aber nur ein Beispiel, den habe ich gerade so auf Remix gefunden, so auf schnell. Hier schreibt einer, es hat nichts mit Freude zu tun und Fußball zu tun. Es ist eine klare Provokation an die deutsche Bevölkerung. Er denkt, wenn Leute hupen auf Straße, wollen die extra die deutsche Bevölkerung provozieren. Er denkt sich ernsthaft, Leute fahren nach einem Türkei-Sieg oder whatever für einen Sieg, Frankreich-Sieg, durch die Stadt mit ihrem Auto und hupen und haben dann im Kopf, oh, ich muss jetzt die Bevölkerung ab. Oh mein Gott. Wer hat deutsche Menschen ins Hirn geschissen? Weiter geht's. Keiner kann mir sagen, dass ein Autokorso bis 1 Uhr in die Nacht geht, irgendwas mit Freude zu tun und Fußball zu tun hat, dass ich das doch erklären muss. Ein Autokorso, der bis 1 Uhr geht. Natürlich geht er bis 1 Uhr, wenn das Spiel um 23 Uhr zu Ende war. Spiel ist um 23 Uhr zu Ende. Leute gehen nach Hause, essen kurz, gehen kurz, kacken, keine Ahnung. Haben 23.30 Uhr. Gehen dann zum Autokorso. Spiel geht doch bis 23 Uhr, ist doch der klasse Autokurs bis 1 Uhr noch funktioniert. Das ergibt so keinen Sinn. Wie kann man sich denn über so eine verfickte Scheiße regen? Eine Sache schließe ich direkt aus, die will ich sofort rauspacken. Wenn Leute argumentieren mit Autokurse, Scheiße, ich hab Kind. Entschuldigung, an jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Auto saß, was gehupt hat. Das tut mir leid. Leute haben neugeborene Babys, 1 Monat alt, 3 Monate alt. Wenn die sich beschweren und sagen, hey, der Autokurse ist ein bisschen zu viel, mein Kind schläft, ich hab Gänsehaut, ich hab einfach Schuldgefühl, es tut mir leid dann. Weil das kann ich verstehen. Das ist auch, Bruder, 100% ihr Recht. Aber zu einfach so, ohne einen plausiblen Grund zu sagen, dass eine Bevölkerung an das deutsche Volk. Das ist ein Erlebnis, was wir nie wieder in unserem Leben haben. Und davon werden wir unseren verdammten Enkelkindern erzählen. Du f***st dich ab. Mach Oropax rein und schlaf. Aber was auch ein krasser Unterschied ist, Chat. Zieht euren verdammten Stock aus dem Arsch und genießt mit. Kommt doch mit! Macht doch, feiert doch mit! Wie hart freuen sich die Leute, die gerade Autokurse machen und feiern, wenn Leute so, die nicht aus der gleichen Nation sind, mit denen feiern. Ich guck Portugal gegen Georgien. Guck meinen Vlog. Ich feiere nach dem Spiel aus Spaß mit den Georgien. Einfach für die Vibes. Obwohl ich eigentlich für Portugal war und Ronaldo und so, ne? Ich feiere mit den Georgiern. Die denken sich normal. Die denken sich, oh mein Gott, ja, ein Schwarzer feiert mit uns. Die haben mich gefeiert, weil ich mit denen gefeiert habe. Weil sie denken, die haben sich gefreut darüber, dass jemand, der offensichtlich nicht aus ihrem Land ist, sich mit denen freut. Feier doch mit denen. Du wirst so herzlich empfangen, Bruder. Die umarmen mich, die sagen, hey, das macht die doch noch glücklicher. Geht doch raus. Es ist eine verdammte Heim-EM. Ich verstehe diesen Vibe hier nicht, Bruder. Es ist auch ein harter Unterschied. Und das, ich will es gesagt haben, Bruder, ein harter Unterschied. Gott sei Dank, die Leute, die mir zugucken und in meinem Chat sind, das Menschen mit wirklich Gehirn. Ich habe in meinem Chat keine Rassisten, irgendwelche Diskriminierer. Mein Chat ist ein Chat voller Liebe. Jeder Einzelne, der hier drin ist, weiß, wie ich bin, kennt mich seit 1-2 Jahren, ist genauso wie ich wahrscheinlich. Deswegen, ich danke schon, Chat, ihr seid ja nicht dumm. Es ist ja kein Zufall, auch bei diesen ganzen Tweets. Vertraut mir, ich habe noch 10 schlimmere Tweets, aber ich habe die nicht gefunden. Was ich auch sagen will, Chat, jetzt sagt, jetzt soll einer Nein reinschreiben. Es ist auch immer komisch, dass die Beschwerde immer besonders hoch ist, wenn die Türkei gewinnt. Weil als die Spanier gewonnen haben und ein bisschen rumgefahren sind in Köln oder whatever, die Georgier Party gemacht haben in Gelsenkirchen, da war es, oh, der Tourismus,
die EM, oh, die ganzen anderen Nationen, so ein schöner Vibe, richtig cooler Vibe, Stimmung in Deutschland, wow, oh, da habt ihr die Engländer gestern gesehen, richtig, oh, nee, nice, die Georgier waren so lustig, da ist es für Vibe, aber wenn die Türkei da ein Auto hupt und sich freut, mit Flaggen rumläuft, die provozieren das deutsche Volk, ja, warum hupt man denn, die Autokorsos sollten raus, wer hupt denn überhaupt, das sollte verboten werden, ich küsse euer Herz, es ist doch nur eine EM, ich bin schwarz. Ich komme aus Somalia. Ich komme aus Ostafrika. Laut den meisten habe ich mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich sehe mich als Deutscher, aber für die so reden, für die nicht. Ich bin schwarz. Meine Wurzeln sind somalisch. Ostafrika. Ich habe weder mit Türkei was hart zu tun, bluttechnisch, oder mit Deutschland, wenn man es so sieht. Ich freue mich doch auch. Ich feiere, ich gehe raus. Wenn Deutschland gewinnt, Chat, als Deutschland gewonnen hat. Ich habe gehupt wie kein Zweiter. Ich habe geschrien. Autokorps, ich war an vorderster Front. Ich bin geschrien, heiser. Bei Türkei aber auch. Natürlich ist jeden einzelnen Deutschen und nicht jeden einzelnen Türken und nicht jeden einzelnen. Es ist nicht jeder Einzelne immer. Es ist natürlich immer nur bestimmte Leute, aber ihr versteht meine Aussage. Oder, ja, wenn ich Scheiße gelabert habe, dann ist es halt meine Meinung. Da habe ich Scheiße gelabert. An die nicht mehr, ihr müsst ja nicht meiner Meinung sein. Dann habe ich jetzt gerade Scheiße gelabert. Full Kacke gelabert. Also die, die mich kennen, ihr wisst, ich bin ein emotionaler Mensch, ich bin ein lustiger Mensch, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich diskriminiere keinerlei Nation. Ich bin auch probiere immer sachlich zu bleiben, immer objektiv zu bleiben und immer, wenn jemand im Unrecht ist, ist jemand im Unrecht. Egal woher er kommt. Wenn jemand im Recht ist, ist er im Recht. Scheißegal woher er kommt und was für Hintergründe. Hack ist Hack, Recht ist Recht, so bin ich. Ich schwöre, ich bin ein netter Mensch. Ich bin ein höflicher Mensch. Ich sag das nicht solche Aussagen, um Sympathie zu sammeln. Ich sag diese Aussagen nicht, um mich irgendwie gut darzustellen. Ich sag diese Aussagen, weil ich es zu 100% so denke und so meine. Diesen Talk will ich 100% gemacht haben. Den will ich zu 100% gemacht haben, weil ich habe eine gewisse Reichweite. Ich bin kein Montana Black, ich bin kein Eli, aber mich gucken Leute. Sei es ein Zuschauer, sei es 100, sei es 20, scheißegal. Aber das ist ein Ding, was mich ab, Digga. Und keiner sagt irgendwas dazu und Bruder, ich sage. Wir erleben so eine geile EM. Es kann sein, dass es die schönste Phase in meinem verdammten Leben ist, in meinem persönlichen. Ich liebe Fußball und ich liebe einfach gute Laune und Vibes. Das haben wir alles aktuell. Aber Bruder, wenn ich da solche Scheiße sehe im Chat, auf im Internet, die so sagen, Vokation, bla. Warum, wie will man denn sowas denn auf Krampf kaputt machen, Bruder? Es ist EM. Deutschland spielt so eine geile. Guck mal, das verstehe ich auch nicht. Deutschland spielt so eine verdammt geile EM. Ist der verdammte Titelfavorit mit Spanien. Sogar, wenn nicht sogar ein bisschen höher, meiner Meinung nach, ne? Aber ich bin auch hier, ne? Ich bin auch Deutscher im Leben. Natürlich sage ich das. Deutschland ist so krass. Wie kann man überhaupt schlechte Vibes haben? Versteht ihr, was ich meine? Deutschland spielt so eine geile EM. Jeder Deutsche oder zugehörig fühlende, der Fußball guckt und Fan ist, muss doch gerade mit dem Kopf wo ganz anders sein, als sich bei anderen Leuten zu abfangen. Er müsste doch gerade richtig krasse Laune haben. Wie krass Deutschland spielt, Bruder. So ein Deutschland gab es seit 2014 nicht mehr. Warum ich als Deutscher sage, dass es immer niemanden gibt, der meckert, es ist sinnlos, es gibt einfach Leute ohne Gehirn. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ja, das wollte ich gesagt haben. Ja, also intelligente Menschen können gar nicht diskriminierend sein oder rassistisch sein. Aber scheißegal, ich gehe jetzt auf, Digga. Ich gehe jetzt was essen, ich gehe jetzt schlafen, whatever. W-Talk.